Sind Beatmaps Ausdruck von Kunstliebhaberei? Machen wir uns ein Bild in drei Leveln. Versus, Combo, Achievement. Street Fighter, Soul Calibur, Tekken, Virtua Fighter, Mortal Kombat. Lange Zeit standen diese barbarischen Namen für alles, was Videospiele verdammenswert machte. Gewalt, Sub-Zero wins. Sture Repetition und stereotype Figuren. Heutzutage hingegen werden Videospielwettbewerbe wie die Evolution Championship Series live übertragen. Mit ihren Ligen, Champs, Kommentatoren, jeder Menge Sponsoren und haufenweise Spielern. Videospielturniere haben ihren Ursprung in der Spielhalle. Dort begann das, was heute umgangssprachlich als E-Sport bezeichnet wird. Die ersten wirklichen Konfrontationsspiele, bei denen Menschen gegeneinander antraten, das waren Kampfspiele wie etwa Street Fighter 2. Vor Street Fighter 2 waren Kampfspiele klassische Videospiele, bei denen es nur darum ging, den Computer zu schlagen und den Highscore zu brechen. Wie dieser Wettbewerb von der Spielhalle auf eine viel größere Bühne gelangt ist? Ganz einfach, durch Mediatisierung und das universell verfügbare Internet. Nur, wie kommt man heute dazu, derartige Wettkämpfe auszutragen und quasi beruflich den Flying Bird Kick von Chun-Li zu beherrschen? 25 Pesos, Vato. All right. Wie kommt man zu den Kampfspielen? Das war bei mir recht speziell. Meine beiden großen Brüder waren beide Tekkenmeister. Die haben mich sozusagen angelernt. Und irgendwann haben sie mich mehr gecoacht, als selbst zu spielen. Ich sollte sozusagen an ihrer Stelle ran. In einem Videospielturnier kann man genau die gleiche Erfüllung finden wie im wirklichen Leben, wie im Sport oder jeder anderen Form von Zweikampf, etwa beim Schach. Anfangs ist das Medienecho noch gering. Doch als 2008 Street Fighter 4 erscheint und gleichzeitig YouTube an Popularität gewinnt, werden alle Rekorde gebrochen und zeigen, wie groß das Interesse inzwischen ist. Nur, was für ein besonderes Spektakel haben diese Wettkämpfe zu bieten? Je m'occupe de lui. Die erste Gamer-Generation, die Street Fighter 2 per Videokonsole spielt, war bereits mit dem asiatischen Exploitation-Film groß geworden. Infogramm vient de déménager. Visuell und erzählerisch waren die ersten Kampfspiele direkte Ableger dieser martialischen Vorbildkultur. Nous, on vient d'essayer de créer un nouveau type de jeu, ce qui est un jeu de karaté. C'est vrai que quand on regarde rétrospectivement les films de cette époque, on se rend Wenn man sich die Filme von damals anschaut, dann erkennt man eine ganze Reihe von Dingen, die von den Videospielen übernommen wurden, etwa die Geheimwaffen. Das bekannteste Videovorbild dafür ist wohl der Streifen Kampf der Giganten. Dort gibt es zum Beispiel einen indischen Kämpfer, dessen Arme sich verlängern. Das hat Street Fighter ganz eindeutig beeinflusst. Halten wir fest: besondere Fähigkeiten, Geheimwaffen, multiple Kampftechniken und Kombos. Und dazu noch weibliche Kämpferinnen, die mit einer Brutalität austeilen und einstecken können, wie sie das westliche Publikum bis dato nicht kennt.
Quand je regarde, je me dis, wow, j'aimerais être cette... Beim Hinschauen denke ich mir immer, wow, ich wäre gerne diese super Frau, die so toll und elegant kämpft, egal ob mit Schwert oder Fächer. Deswegen wähle ich auch immer eine grazile, elegante Spielfigur. Wenn du einen Kampf gewinnst, dann weil du das Spiel deines Gegners durchschaut hast, ihm einen Schritt voraus warst. Naja, und wenn ich gewinne, dann will ich diese Eigenschaft von mir über meine Spielfigur, über meinen Sieg zur Schau stellen. Das ist für mich Schönheit. Denn in Kampfkunst steckt Kunst. Das heißt, eine ästhetische Dimension in der Konfrontation, die der westliche Schönheitsbegriff übersieht und die mit der mentalen Spannung zwischen den Gegnern verschmilzt. Zwei Eigenschaften, die bereits ein gutes Spektakel garantieren. Aber Kampfspielturniere haben noch mehr zu bieten. Genau betrachtet sind Beat'em-up-Wettbewerbe ineinander verschachtelte Spektakel. Zunächst das Spiel mit seinen Figuren und ihren Superkräften, dann die Herausforderer, die auf einer Bühne und vor einem Publikum antreten, das wiederum dem Ganzen die Aura eines Sketch-Spektakels verleiht. Les jeux de combat sont justement probablement la Kampfspielturniere sind wahrscheinlich die visuellste Disziplin überhaupt. Und bei Street Fighter haben wir außerdem noch den Vorteil, dass es aus der Popkultur kommt. De la culture populaire. Aber es gibt auch noch die Dimension des Kommentars und des Kommentators. Auch er hat eine Rolle und muss dem Publikum erzählen, was gerade passiert, wo es eng wird und warum. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Spiel der Kontrahenten, sondern er muss auch die mentale Dimension ganz stark mit einbeziehen. Das Besondere an der Veranstaltung ist, das ja auf einem rein fiktiven Universum beruht, einer Welt mit riesigen Übertreibungen, die im Kino nur zaghaft eingesetzt worden waren. Wenn man Game of Death heute sieht, hat man den Eindruck, dass Bruce Lee damit praktisch das Prinzip des Kampfspiels vorwegnimmt. Mit einer Plattform, deren Umgebung, einem Kampfverlauf und am Ende dieses Initiationsritus die Konfrontation mit einem anscheinend übergroßen Gegner. Ein solcher Endboss-Gegner scheint Kareem Abdul-Jabbar zu sein, der mit seinen 2,16 Meter in der Tat gigantisch wirkt. Aber Bruce Lee machte ja einen Film. Ein Spektakel also, das den Kampf nur erzählt. J'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Ah! Oh! Oh! Aber von den Meistern des Shoryuken erwartet man mehr. Sowohl Pathos, als auch Technik, Fantasie und sehr viel Kampfgeist. Die Wurzeln der Kampfkultur in den Beat'em-up-Turnieren finden wir sie wieder. Als Träger von Werten, die in Sportclubs und im Kino gepflegt wurden und heutzutage im Videospiel. Ausdruck einer Straßenkultur, die über diese Spektakel eines hervorhebt: ihre Vorstellung von Edelmut. Salut les fighters, bienvenue dans cette première cassette vidéo tips dans laquelle vous allez puiser le best-of des trucs et astuces pour les 3 meilleurs jeux de baston
de l'histoire. Vous allez y découvrir des techniques inédites pour devenir un combattant irréductible sur Super Street Fighter 2, Mortal Kombat 2, ainsi que Dragon Ball Z 2 et 3. Alors, à vos paddles, matez bien l'écran et let's fight!